Für uns live in Trier Ansgar Zender. Es sind nicht nur die Gegner von Lindemann in Trier, sondern auch viele Unterstützer. Wie ist denn die Stimmung so kurz vor dem Konzert? Ja, gerade hat die Gegendemo begonnen, aber im Moment ist die Stimmung noch sehr friedlich und es ist relativ entspannt. So habe ich das hier auch wahrgenommen bislang. Die Fans, die hier hinter mir stehen, die standen schon vor anderthalb Stunden hier, als wir gekommen sind, teilweise im Regen. Im Moment hat es auch gerade wieder angefangen zu regnen. Und sie freuen sich einfach auf dieses Konzert und haben mir gesagt, sie gehen davon aus, dass Till Lindemann unschuldig ist. Es sei ja das Verfahren gegen ihn eingestellt worden. Die Stimmung war auch relativ entspannt gewesen. Es gab vereinzelte Rufe, Lügenpresse, weil sie die Presse oder die Medien dafür verantwortlich machen, dass Till Lindemann ihrer Meinung nach vorverurteilt wurde. Aber die meisten Fans haben mit mir gesprochen, haben gesagt, sie freuen sich auf diese Show und das wird eine wirklich harte Show werden. Sie ist ab 18 Jahren erst zugelassen. Das liegt an den Videos, die dort gezeigt werden. Es gibt zwar kaum Berichterstattung darüber, weil er keine Journalisten zu seinen Konzerten zulässt, aber das, was man von Konzertbesuchern hört, ist, dass dort halt auf den Videos Pornografie gezeigt wird, wo Till Lindemann auch selbst mit dabei ist, dass es viel Gewalt gibt in diesen Videos, dass auch Exkremente gezeigt werden. Es sei eine Ekel-Show, aber die Fans sagen, das hoffen sie, sie freuen sich drauf. Ganz kurz noch zum Veranstalter, mit dem konnten Sie heute sprechen. Was sagt er denn so kurz vor dem Auftritt von Lindemann? Ja, der Veranstalter hat zu mir gesagt, mit dem Wissen von heute würde er diese Veranstaltung nicht mehr machen. Er hat zu mir gesagt, auch den Frauen, für diese Frauen, die sich da geäußert hätten, gelte die Unschuldsvermutung. Aber er habe keine Handhabe gehabt. Die Show sei schon lange vor diesen Vorwürfen geplant gewesen, die Verträge unterschrieben. Und daher hätte er diese Show heute oder müsste er diese Show heute durchführen. Kurz vor dem Lindemann-Konzert in Trier, Eindrücke von Ansgar Zender. Vielen Dank, Ansgar.